Der HC Pustertal scheint pünktlich zum Saisonhöhepunkt seine Bestform erreicht zu haben. Die Wölfe fahren mit 6 Playoff-Siegen in Folge ins Olympiastadion nach Cortina. Trainer Mario Richer kann wie schon am Donnerstag aus dem Vollen schöpfen. Playoff-Topscorer Ryan Dingel hat seine fiebrige Erkältung auskuriert und kehrt in den Cortineser Kader zurück. Die Hausherren können die ersten 10 Minuten offen gestalten, jedoch aus einer Überzahlsituation kein Kapital schlagen. Die Gäste können sich der Angriffe erwehren und gehen praktisch mit der ersten Chance in Führung. Armin Hofer schlänzt die Scheibe aufs Tor. Anthony Borelli kann sie nicht festhalten und Dennis McCauley steht goldrichtig, um zum 1:0 abzustauben. Nach 8 Minuten und 51 Sekunden ist das Gleichgewicht gebrochen und der Sieger der Trophäe Lega führt dank des 28. Saisontreffers von McCauley mit 1:0. 30 Sekunden später muss Riccardo Lacedelli nach diesem Foul an Thomas Erlacher auf die Strafbank und die Pusterer drängen auf den zweiten Treffer. Max Oberauch scheitert zunächst zweimal an Borelli. Wenige Augenblicke später macht es Oberauch besser und erhöht auf 2:0. David Ling legt für Pustertals Nummer 6 auf, die mit einer Direktabnahme Borelli keine Chance lässt. Für den 29-jährigen Stürmer ist es der insgesamt 24. Torerfolg in der laufenden Meisterschaft. 2 Minuten später sorgen die Hausherren für Gefahr. Dingel profitiert von einem missglückten Ausflug von Torhüter Jean-Sébastien Aubin. Umkurvt das Gehäuse, trifft aber aus spitzen Winkel nur den Pfosten. Auf der anderen Seite machen es die Gäste besser und ziehen auf 3:0 davon. Armin Helfer zieht ab. Der Puck bleibt vor dem Tor von Borelli liegen und Thomas Erlacher buxiert ihn nach 13 Minuten und 4 Sekunden über die Linie. Das Spiel scheint vorzeitig entschieden. Cortina-Trainer Clayton Beddoes nimmt sein Timeout, kann aber seine Spieler nicht wachrütteln. Denn nur 3 Minuten später steht es bereits 4:0. Paul Alvers bringt die Hartgummischeibe im Angriffsdrittel nicht unter Kontrolle. Ling leitet einen schnellen Gegenstoß ein, setzt den mitgelaufenen Julius Scandella in Szene und dieser trifft genau ins Kreuzeck. Nach 16 Minuten und 13 Sekunden und dem 25. Saisontreffer des Italo-Kanadiers ist das zweite Halbfinalspiel praktisch entschieden. Ab dem Mittelabschnitt nimmt René Bauer zwischen den Pfosten den Platz des glücklosen Anthony Borelli ein. Seine Vorderleute sind gewillt, sich ins Spiel zurückzukämpfen. Dingel luchst Erlacher die Scheibe ab, stürmt über links und bringt den Puck vor das Pusterer Tor. Doch weder Francesco Adami noch Kevin Doyle können Aubin bezwingen. Den Pusterern bietet sich Platz zum Kontern. Rob Siriani schießt den Puck ins gegnerische Abwehrdrittel. Doch Ryan O'Mara beißt sich an Bauer die Zähne aus. Wenig später sind es erneut die Wölfe, die für Gefahr sorgen. Siriani nimmt Maß, doch Bauer fischt den Puck mit dem Stockende aus dem Kreuzeck. Kurz vor dem zweiten Pausentee liegt der Anschlusstreffer in der Luft. Luca Felicetti bedient Giorgio De Bettin, doch Aubin bleibt mit einer akrobatischen Einlage auch dieses Mal Sieger. Nach dem letzten Seitenwechsel agiert der HC Pustertal in Überzahl. Kyl MacLeod prüft Bauer und Armin Hofer kann den Abpraller nicht verwerten. Danach muss auch Andrea Moser auf die Strafbank und der HC Pustertal kann mit 2 Mann mehr agieren. Es dauert nicht lange, bis der Puck zum 5. Mal im Netz zappelt. Scandella bedient den am langen Pfosten von seinen Gegenspielern vergessenen Rob Siriani und der Torjäger hat keine Mühe, um zum 5:0 einzuschießen. Siriani hat in 17 Spielen bereits 14 Mal ins Schwarze getroffen, was seinen Torriecher einmal mehr unter Beweis stellt. Cortina wirft noch einmal alles nach vorne und bringt die Pusterer Hintermannschaft ordentlich ins Schwimmen. Diese kann nicht befreien und Adami trifft nur den Außenpfosten, ehe Dingel am Tor vorbeischießt. Den Schlusspunkt setzt schließlich Lukas Grepatz. Nach einem Gegenstoß über Patrick Warner und O'Mara kann sich der 22-jährige Angreifer seelenruhig die Ecke aussuchen und zum 6:0 einschießen. Für Grepatz ist es der 5. Treffer in diesem Winter. Danach ist Schluss und die rund 500 mitgereisten Pusterer Fans lassen ihrem Jubel freien Lauf. Ich glaube, 6:0 widerspiegelt nicht ganz den Spielverlauf. Es war
ein hartes Stück Arbeit, vor allem im zweiten Drittel. Im ersten Drittel haben wir gut getan, dass wir die vier Tore schnell geschossen haben. Sie haben aber trotz allem nicht aufgegeben und haben uns, wie gesagt, im zweiten Drittel sehr unter Druck gesetzt. Im letzten Drittel, glaube ich, haben wir souverän heimgetan und ja, der Sieg geht absolut in Ordnung. Jetzt führen wir 2-0 in der Serie und jetzt haben wir das wichtige erste Auswärtsspiel geschafft. Jetzt am Dienstag müssen wir nachlegen daheim und nachher am Donnerstag frisch zumachen.